Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Paket für dich, was man bei Amazon bestellen kann, so ein Beauty-Paket. Da habe ich mich von der lieben Jana inspirieren lassen. Das ist die White Swan Beauty. Ich verlinke dir mal unten in der Infobox ihren Kanal. Schau gerne mal vorbei. Wir fixen uns irgendwie ständig gegenseitig an. Also wenn du Bock drauf hast, dir mit mir zusammen dieses Konstrukt anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und es wird auch in diesem Video mal wieder eine Verlosung geben. Also ja, bleib einfach dran, dann siehst du, was du gewinnen kannst. Ich werde jetzt erstmal dieses etwas, das sind zwei einfach zusammengeklebte Pakete, etwas auseinandernehmen, sortieren, weil das sind 4x25 Teile, die so partiell zusammengepackt wurden, wie auch immer, so Überraschungspakete, werde ich jetzt erstmal sortieren, dass ich dir das relativ kurz und knackig auf meine Art und Weise zeigen kann. Es ist nämlich so, dass du das immer so tütchenweise bekommst und da habe ich auch 4 Tüten hier und ich setze dir auch mal den Link dazu in die Infobox. Natürlich ist es gut möglich, dass hier auch irgendwas doppelt drin ist, also ne, da sollte man sich drüber bewusst sein. So, das ganze Sortieren hat jetzt ein bisschen gedauert. Das habe ich hier jetzt so nach Augen, Nägeln, Lippen, Gesicht und sonstiges sortiert. Dann habe ich mir hier 2 Kartons hingepackt. Quasi eine Kiste für die Sachen, die ich behalte und eine Kiste für die Sachen, die ich weitergeben werde. Und dann starte ich jetzt einfach mal mit den Augen. Da gab es natürlich auch einiges doppelt. Ich habe jetzt tatsächlich 5 Paar Wimpern drin gehabt. Das ist einmal von Essence Lashes to Impress Double the Fun Volume and Length. Ich persönlich trage keine künstlichen Wimpern, deswegen kommt das in die Das wird weiterwandern Kiste. So wie auch diese ganzen magnetischen Wimpern. Das sind alles von Essence welche. Glitter Lashes, da hast du wirklich so Bling Bling mit da dran. Die waren einmal mit drin. Dann habe ich einmal die Curvy Lashes, die sind halt echt lang. Und dann habe ich auch 2 die Natural Lashes auch mit drin gehabt. Auch die werden weiter wandern. Ich habe ja welche da, die Magnetwimpern, die mir meine Freundin empfohlen hatte. Das heißt, noch mehr brauche ich nicht. Und eigentlich brauche ich auch keine künstlichen Wimpern, weil die ja von Natur aus, ja nicht von Natur aus, weil die mittlerweile relativ lang sind aufgrund von Wimpernseren. Was ich richtig toll fand, ich habe hier diesen Pinsel mit drin und den werde ich sowas von behalten. Den habe ich auch schon da und den finde ich super. Der ist echt genial. Das ist so ein abgeschrägter Blendepinsel. Aus der Into the Snow Glow LE ist das, glaube ich. Super Teil, den behalte ich. Den Eyeliner wollte ich auch mal behalten. Von Essence Crystal Crush Eyeliner. Das ist so ein Grün in der Farbe 03 Bad Liar. Das ist so ein richtig cooles Grün. Und so sieht der aus. Schönes dunkles Grün, ne? Wow. Der ist gerade sehr dick aufgetragen. Aber ja, der scheint auch echt relativ deckend zu sein. Das gefällt mir. Und grün passt halt auch, weil ich grüne Augen habe. Dann wird das wohl was mit uns zwei Hübschen. Dann habe ich hier noch den Catrice Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen Waterproof. Auch den werde ich behalten, denn Eyeliner und ich sind gute Freunde. Gerade so Filz-Eyeliner finde ich super. Und der hat eine schöne Spitze. Da kannst du fein mitmalen. Das ist toll. Dann habe ich hier von Essence so Liquid Eyeshadows drin. Story of My Eyes, My Color in der Farbe 50, Journey of the Orient. Und der wird weiter wandern, weil Liquid Eyeshadows trage ich jetzt nicht so gerne. Auch dieser Eyeliner wird weiter wandern. Das ist von Catrice, der Liquid Liner aus der Limited Edition Glitterstorm in der Farbe C01 Flashlight. Das ist so ein schönes, ja, Rosé. Ich habe letztens noch einen Eyeliner aussortiert, der war so weißlich-silber. Mochte ich nicht. Ne? Und dann, warum soll ich... Nee, helle mag ich nicht so gerne. Ich trage wirklich dunkle Eyeliner. Helle Eyeliner trage ich einfach nicht. Dann habe ich hier diese hübschen Teile drin. Das ist von Catrice Allround Beautifying Concealer Eye und Lip Pencil. Und das ist ein multifunktionaler Stift, der deckt
kleine Unebenheiten und Makel ab, setzt Highlights unter der Augenbraue, auf der Wasserlinie oder im Augeninnenwinkel, umrandet die Lippen und verhindert ein Auslaufen des Lippenstifts. Also das kannst du sowohl als Kajal verwenden, als auch als hier um die Lippe drum zu, als Lippenkorrektur oder Lippenhighlight und als Augenbrauenhighlight. Und den habe ich in zwei verschiedenen Farben. 030 Beautify Nude. Der wird weiter wandern, denn ich werde einen von diesen beiden behalten. Das ist die Farbe 010 Beautifying Porcelain. Genau, und den habe ich halt zweimal. Einer davon will weiter wandern, einen behalte ich. Kann ich ja auch mal direkt auf die Wasserlinie packen. Siehst du einen Unterschied? Bei dem Auge habe ich es jetzt verwendet. Also ein bisschen sieht man es schon, ne? Sieht schon irgendwie nicht verkehrt aus. Also das macht das Auge optisch auf jeden Fall größer. Ich sehe aber auch ein bisschen verheult damit aus. Wahrscheinlich, weil ich halt nicht wirklich mein Auge geschminkt habe. Aber ich mache es mal eben der Symmetrik halber hier auch. Witzig, wie lange ich kein Kajal mehr getragen habe. Ich kann jetzt auch mal, hier steht ja als Augenbrauen-Highlight. Ja gut, dafür ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu stiftmäßig. Von der Idee her finde ich das ganz witzig. Ja, einen Effekt macht das schon. Und für eben mal kurz ist es auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Theoretisch dann ja auch hier. Ja, als Lippenherz-Highlight. Das sieht schon ganz cool aus. Doch. Gute Wahl, diesen Stift zu behalten. Dann habe ich hier zwei Concealer mit drin, die beide weiter wandern werden. Beide von Catrice. Einmal von Catrice der Retouch Anti Dark Circle Concealer. 18 Stunden Feuchtigkeit spendend. Ich weiß gar nicht, ob der eine Farbe hat, aber der ist hier auf jeden Fall. Doch, in der Farbe 020 Yellow ist der. Der wird weiter wandern. Den hatte ich nämlich im Adventskalender und der hat mir da schon nicht so gut gefallen. Genauso wie der Catrice Retouch Brightening Concealer in der Farbe 10 Lavendel oder Lavender ist es ja, ne? Auch der wird weiter wandern. Ganze viermal, sprich in jedem Säckchen, hatte ich einmal diese My Must-Haves Paletten, diese Leerpaletten von Essence mit drin. Ich denke, drei werden weiter wandern und eine werde ich behalten. Das sind halt diese ganz normalen, langweiligen Leerpaletten. Oder vielleicht werden auch alle weiter wandern, ich weiß es nicht. Denn ich habe hier auch von den My Must-Haves einige bekommen. Das sind diese hier. Das sind insgesamt 8 Stück. Einmal ist das hier eine Lippenbase, All About That Base. Ein Holo-Powder in der Farbe Cotton Candy. Holo-Eyeshadow und Highlighter. Ach, guck mal, das kannst du auch als Highlighter nehmen. Okay, dann habe ich hier einen Lidschatten in der Farbe 22 Holo-Holic. Ein Lidschatten in der Farbe Raspberry Frosting. Ein Lip Powder in der Farbe 05 Move On, ein Lidschatten in der Farbe 24 Dare to Shine, ein Holo Powder in der Farbe Mint Muse und ein Matte Blush in der Farbe It's Berry Time. Ich bin kein Fan von diesen Essence My Must-Haves Viechern, also ich denke einfach mal, dass alles weiter wandern wird, denn ich bin da einfach... Ich habe lieber komplette Lidschattenpaletten, wo du auch wirklich einen richtigen Look mit schminken kannst und irgendwie... Nein, das gefällt mir nicht. Das wandert weiter. Dann habe ich von Catrice eine Spectral Light Eyeshadow Glow Kit Palette, wie auch immer. Spricht mich auch null an. Das wird auch weiter wandern. Das ist irgendwie langweilig. Farbe 010 Maniac Pixie Dream Girl. Also so Schimmertöne habe ich zuhauf in anderen verschiedenen Lidschattenpaletten. Ansonsten habe ich auch noch schöne Highlighter da, die ich dann auch verwenden kann. Das wird weiter wandern. Tja, und dann habe ich hier Pigmente. Catrice Precious Pigments. Da habe ich einmal die Farbe 060 Out of Grace, die Farbe 040 Cosmic Copper und zweimal habe ich die Farbe 010 Moondust. Ich mache mal einen auf von diesen Moondust-Viechern. Huch! Ja, das ist wirklich sehr lose. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das aufträgt, aber ich nehme mal Janas Spiegel und versuche mir das einfach mal oben aufs Augenlid zu geben. Ich weiß nicht, ob ich da noch extra einen Glitterprimer oder so brauche, aber eigentlich sind das ja lose Pigmente. Also, ne, eigentlich müsste das ja funktionieren, dass ich mir das hier so drauf tupfe. Ja, das sieht schon ganz, ganz cool aus. Das glitzert auch richtig krass. Das funkelt schon ganz schön, ne? Vielleicht so als Lidschattentopper oder sowas? Okay. Die Farbe Moondust werde ich behalten. Das finde ich ganz nett. Auch so als Mono kann man den auch schön tragen. Ich glaube, das ist keine verkehrte Geschichte. Ja, das mache ich auch. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Die werde ich jetzt, glaube ich, wirklich weitergeben. Ja, die gebe ich auch weiter. Jana, sag Bescheid, wenn du eine Farbe von den dreien noch nicht hast, dann schicke ich dir das zu. Wir haben ja eh bald ein Paket geplant.
Dann habe ich hier etwas drin, was definitiv weiter wandern wird, weil ich bin 30. Das ist von Essence All Eyes on Me, All My Cuties. Das sind Augensticker. Und ja, das kann man sich so ums Auge drum zumachen. Und da muss ich echt passen. Also ich habe gerne niedliche Sachen, aber das ist nicht meins. Also das wird weiter wandern. Genauso wie dieses Kit hier. Also ich weiß nicht, was ich mit sowas machen soll. Von Essence Dancing on the Milky Way, die Face Jewels, die Gesichtsjuwelen. Das ist immer ganz witzig, ne? Kann man vielleicht auch gut für Karneval verwenden. Aber wüsste ich jetzt so... Nö, jetzt wo ich sage, ich behalte das. Ja, für Karneval. Das nehme ich für Karneval. Dann kommt das in meine Karnevalskiste und dann kann ich das vielleicht nächstes Jahr mal verwenden. So. Jetzt sind wir schon mal durch mit den Augen. Dann habe ich hier so Sonstiges. Einmal von Essence My Beauty Nail Ritual Hydrating Hand Cream. Mit Mandelöl ist das. Und das wird weiter wandern, weil ich habe zuhauf Handcreme. Oder? Ich weiß nicht. Ach komm, nee, das riecht gut, das behalte ich. Das ist so ein schönes Lila. Da ist irgendwie auch gar nicht so viel drin. Das sieht... Deswegen, das würde ich auch nicht weitergeben wollen. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre da schon was raus, ne? Nee, das behalte ich für mich. Das wird auch wahrscheinlich relativ schnell leer gehen, weil wie ich mich kenne, stelle ich mir das ans Bett und dann geht es ruckzuck leer. So. Dann habe ich dreimal so Hand- and Body-Tattoos. Da werde ich eins von behalten, die anderen beiden werden weiter wandern. Das ist aus der Fall Back to Nature-Reihe von Essence, aus dieser LE, genau. Und da sind echt, ja, so... Körper-Tattoos, also ich weiß nicht, ob und wann ich sowas mal verwenden werde, aber wenn ich es mal brauche, habe ich es dann da. Als nächstes habe ich hier von Essence das I Heart My Brushes, ein Brush-Cleansing-Gel. Das habe ich tatsächlich schon da und deswegen wird dieses hier auch weiter wandern. Das ist eigentlich ganz gut, aber ich habe so viele Backups und so weiter da und deswegen wird das weiter wandern. Ich muss sowas nicht bunkern. Sowas kommt immer mal wieder hier hin. Ich kenne das mit den Tauschpaketen und ich kenne das mit mir selber, dass ich mir das dann immer wiederhole. Naja, apropos Brushes. Das hier wird auch weiter wandern. Das sind diese Überzieher für die Pinsel. Habe ich letztens erst eine ganze Reihe von mir aussortiert und ich brauche keine neuen. Ich habe meinen Sigma-Pinselbaum, wo ich die ganzen Pinsel immer aufhänge. Das heißt, der kommt weg. Was ich aber behalten werde und richtig toll finde, ist von Essence I care a lot, this kind of my brushes, I heart my brushes, das Cleansing Tool. Ich habe mir gestern erst bei Amazon so ein Teil bestellt, weil ich mit euch zusammen eine Videoidee habe, die ich in Planung habe, die bald online kommt, wenn dann alle Sachen mal geliefert werden. Und ja, deswegen kommt das auch auf jeden Fall mit in diese, ich möchte darüber noch ein Video drehen, Kiste. Sehr gut, passt. Dann habe ich hier so ein Spiegelset von Catrice, Stick a Mirror. Das sind so selbstklebende Minispiegel. Das sieht man jetzt in der Kamera relativ schlecht, glaube ich, ne? Das kannst du dir dann entweder auf ein Catrice Puder machen, auf einen Lippenstift, auf eine Lidschattenpalette, auf ein Smartphone. Also die werde ich auch behalten, weil ich habe ja sowas alles. Und dann hast du da halt Spiegel drin. Weil wie oft beschweren wir uns, dass kein Spiegel mit drin ist. Und jetzt haben wir Spiegel. Also theoretisch könnte man von Catrice diese Spectral Lights Palette nehmen und diesen Spiegel hier oben da drauf kleben. Das wird passen. Und dann hätte man da einen Spiegel drin. So, aber die behalte ich. Und das Spectral Lights geht weiter. ich habe tatsächlich einiges für die Nägel bekommen. Und ja... Hiermit fange ich an. Das wird weiter wandern, denn ich habe bereits künstliche Nägel. Ich brauche nicht noch weitere künstliche Nägel, jedenfalls nicht solche. Und die sind mir auch, glaube ich, viel zu klein. Denn ich habe riesengroße Nägel, sagt meine Nagelfee auch immer. Und meine Nägel sind sowieso schwierig, weil sie so gebogen sind. Auf jeden Fall, vielleicht schenke ich das der Tochter meiner Nagelfee, die wird sich drüber freuen. die kauft sich nämlich immer sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich da die Press-on-Manicure-Nägel von... Ist es Press-on Manicure einfach? Ist das die Marke? Ich weiß nicht, ich kenne das nicht so. Von Broadway Nails, glaube ich. Steht hier auf jeden Fall drauf. Broadway Nails. Das sind einmal solche. Also das sind beide so Halloween Nails, ne? Und solche sehen schon sehr freaky aus, ne? Ich möchte nicht so gerne Halloween Nägel haben. Und ja, sehen irgendwie witzig aus. Aber wenn, dann würde ich mir das richtig auf die Nägel drauf machen lassen und nicht Klebenägel haben wollen. So, deswegen wird es weiter wandern.
da ich jetzt demnächst auch zu meiner Nagelfee gehe, werde ich das wahrscheinlich tatsächlich der kleinen Tochter von ihr schenken. Klein ist gut. Fiona ist schon relativ groß, aber die wird sich drüber freuen, die ist ein Teenager. Gut, dann habe ich hier noch einige Nagelsticker, die ich alle nicht verwenden werde aufgrund von, ich habe Gelnägel. Bracelets, so sehen die aus von Essence, die sind ganze dreimal mit dabei. Die kann man sich schön auf die Nägel kleben. Ist eigentlich ganz witzig und eigentlich wäre das auch nicht verkehrt, dass ich das meiner Nagelfee einfach mitbringe. Ich glaube, die wird sich darüber freuen. Ja, ich glaube, ich mache das echt. Ne, dann kann sie das nämlich richtig drauf machen und dann auch ein Basecoat und sowas drüber. Doch, ich frage sie mal, ob sie damit was anfangen kann. Dann habe ich auch noch so Cut-Out-Manicure-Stencils. Also die sind eigentlich ganz witzig, weil du kannst dir damit dann quasi, also du machst dir das auf die Nägel drauf, dieses Klebevieh, diese Form, zum Beispiel ein Herz oder so. Und dann lackierst du dir den Nagel rot und dann kannst du diesen Stencil abziehen. Und dann hast du halt einen roten Nagel mit einem Herz drin. Ist eigentlich wohl ganz witzig, ne? Aber macht keinen Sinn, wenn du halt Gelnägel hast. Vielleicht was für meine Nagelfee. Ja, genauso wie das hier. Das ist von Annie. Das sind halt auch so ganz klassische, wobei sie das wahrscheinlich nicht brauchen wird. Aber ne, man sieht es halt auch immer wieder, wenn man diese ganzen Werbesachen sieht, die jetzt über irgendwelche Nail-Art-Geschichten sind. Da wird auch immer sowas oder diese Cut-Out-Viecher verwendet. Oder ich verwende, nee, für die Füße, mir ist das zu anstrengend. Das könnte ich auch gar nicht auf allen Zehen verwenden. Aber wart, das geht weiter. So, jetzt habe ich einiges an Nagellacken. Da habe ich 4 Catrice Nagellacke. Das ist einmal, also alles Icon Nails halt, die Farbe 43 Monkey Donkey. Wird weiter wandern, wird wahrscheinlich ziemlich furchtbar auf den Füßen aussehen, weil es halt so ein gräulicher Ton ist und da kann ich auf den Füßen nichts mit anfangen. Der hier wird auch weiter wandern, das ist so ein Kupferton 49 Let's Get Ready for Bronze, weil ich genau diese Farbe schon da habe und ja, das brauche ich halt nicht zweimal, so ein Kupfer, weil das verwendet man ja so selten. Dann habe ich hier so ein Gelb. Das werde ich wahrscheinlich erstmal austesten. Ich finde das eigentlich ganz witzig. 47, don't judge a nail by its color. Genau, das ist halt ein gelber Ton und hat so Glitzerpigmente drin. Also der wird auf jeden Fall ausgetestet. Das ist ziemlich witzig. Und dann halt so ein Altrosa, die Nummer 30, keep calm and pink. Die Farbe werde ich auch, ich werde mal gucken, ob ich den behalte oder ob ich den weitergeben werde. Hier fehlt auf jeden Fall oben die Kappe. Von Manhattan habe ich 3 Nagellacke. Das ist einmal die Farbe 004 Metal On. Der wird weiter wandern, denn ein Silber habe ich tatsächlich schon. Und auch so ein Chrome. Also der sieht eigentlich ganz geil aus, aber ne? Rita Ora. Achso, das ist so eine LE gewesen von Rita Ora. Mhm. Das ist so ein grünliches Silber irgendwie. Keine Ahnung, sieht schon ziemlich witzig aus, ne? Und zweimal Dip in Gold. Den finde ich eigentlich mega schön. Ich glaube, der wird sogar fast schon den goldenen, den ich da habe, ersetzen. Weil der ist ja ultra schön. Aber ich habe den zweimal, das heißt, einmal wird er weiter wandern. Aber guck mal, warte. Mach mal auf, wie der so aussieht. Ja, der sieht echt schön aus. Das ist so ein richtig schönes Perlmuttgold. Cosmic Lights von Essence wird weiter wandern. Die Farbe 02 Cosmic Star. Der sieht mir, ja, der ist relativ deckend, hat dann aber auch grobe Glitzerpigmente drin, ist aber eher was für den Winter und dann halt für die Fingernägel. Und meine Fußnägel siehst du im Winter halt nicht. Das ist ein bisschen blöd, deswegen wird er weiter wandern. Das werde ich behalten. Ein Hydra Nail Serum. Ja, das ist einfach ein Serum für die Nägel. Das, was ich tatsächlich letztens von der lieben Jana zugeschickt bekommen habe im Tauschpaket, ist fast leer, was ich für die Füße verwende. Und dann kommt das hier auf jeden Fall, weil das hilft voll gut, was sie mir geschickt hat. Echt geil. Vielen Dank. Das ist ein wasserbasiertes Nagelpflegeserum, angereichert mit Aloe Vera, für eine hydratisierende und feuchtigkeitsspendende Nagel- und Nagelhautpflege. Serum auf Nagel und Nagelhaut auftragen und leicht einmassieren. Jo, und das immer abends und dann hat man Spaß. Ja, dann habe ich noch so ein Cosmic Lights in der Farbe 04 Holo Me Crazy. Der ist eher so ins Violettfarbene, ins Lavendelfarbene, aber auch wieder mit diesem schönen, also auf den Fingern unheimlich schön, aber ich trage nun mal keinen Nagellack auf Fingern, deswegen wird er auch weiter wandern, auch wenn er wundervoll ist. Von Catrice Spectra Light Effect Nail Lacquer in der Farbe 05 Holo Enhancement. Eine geile Farbe, aber für die Füße ist der einfach viel zu grau. Das finde ich irgendwie, das
Mag ich nicht. Ich mache den auch mal eben kurz auf, dann kannst du mal kurz gucken. Ja, also der sieht schon echt schön aus, aber nichts für die Füße. Das ist eher was für die Finger. Und wenn ich den jetzt so auch so ins Licht halte, das wird die Kamera nicht so rüberbringen, siehst du richtig so Holo-Effekte. Das schimmert auch so ein bisschen rot-rosé damit drin. Richtig toll. Das gefällt mir auch voll gut. Deckender Nagellack für atemberaubende Holo- und Duochrome-Effekte auf den Nägeln. Ja, aber ja, nichts für die Füße. Eher was für die Hände, glaube ich. Deswegen wandert der weiter. Und das hier wird auch weiter wandern von Essence Easy to Polish, ein Manicure-Helper. Den machst du dir tatsächlich auf dein Nagelbett, auf deine Nagelhaut, um deinen Nagel drum zu, lässt es kurz antrocknen und lackierst dir dann die Nägel über. Und dann kannst du das abziehen und dann ja, hast du quasi angeblich da keine Ränder. Peel-off geht zum Schutz vor Lackierfehlern, Gel entlang der Nagelhaut auftragen und trocknen lassen, danach Nägel lackieren oder Nail-Art-Design erstellen, trocknen lassen und Rückstände mit einer Pinzette abziehen, dermatologisch getestet. Genau, das ist auch eine ganz gute Sache eigentlich, wenn du quasi diese Sachen hier drauf machst oder wenn du diese Nagelstempel machst oder sowas. Das ist so eine Art, das macht meine Nagelfee auch manchmal. Und damit ja, verhinderst du halt, dass du es auf der Haut halt hast. Ne? Ja, wie soll ich das sagen? Ne? Wird weiter wandern, weil auf meinen Füßen mache ich sowas nicht. Kommen wir nun zu den Lippen. Das ist ein Großteil immer. Ne? Also du bekommst hauptsächlich auch wirklich Lippenprodukte. Aber du siehst ja, es ist eine bunte Mischung im Prinzip. Aber hauptsächlich Lippensachen. Da habe ich zweimal von Essence Color Boost Mad About Matte die Liquid Lipsticks. Das sind diese zwei hübschen. In zwei verschiedenen Farben. Da habe ich einmal die Farbe 05 Partner in Crime. Und die Farbe 06 Funk You. Ja, also das hier kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wird weiter wandern. Das ist so ein Orange. Das hier finde ich irgendwie geil. Den trage ich mir mal kurz auf. Matt ist zwar jetzt aktuell auch nicht so unbedingt mein Favorite, aber komm, wir probieren es mal. Kannst sagen, was du willst, aber irgendwie gefällt mir die Farbe. Krass. Das ist so ein mega heftiges Barbie Pink. Das passt. Das ist sogar noch pinker als meine Nägel. Wahnsinn. Wow. Und das passt sogar zum Outfit, ne? Krass. Macht das gelbe Zähne? Ich weiß es nicht. Kann sein, aber ich finde es irgendwie ultra schön. Oh nein, ich finde es mega schön. Ja, behalte ich. Mega. Krass. Also der trocknet extrem matt an. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie noch was in der Box mit drin habe, was ich mir drüber geben kann, weil dieses extrem matte finde ich dann auch sehr, sehr austrocknen. Das finde ich sehr anstrengend. Aber wir gucken einfach mal weiter. Den könnte ich mir zum Beispiel drüber geben. Von Essence den Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Da habe ich auch zwei Stück, zwei verschiedene Farben. Einmal in der Farbe Pink of Bel Air, das ist dieser hier. Und in der Farbe 10 Dress Up Your Lips, das ist dieser hier. Ja, ich denke, dass dieser rosa Ton hier gerade sehr gut zu passen würde. Oh, der riecht süß. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein ganz intensives Tragegefühl und sieht jetzt auch noch mal ein bisschen noch extremer aus. Aber der ist schon ganz gut. Den werde ich auch behalten. Ich hatte ihn jetzt auf den Lippen. Ne? Ich trage jetzt eigentlich nicht so enorm viel Gloss, aber irgendwie spricht der mich auch an. Ich swatch den erstmal vorsichtig. Riecht Schoko. So sieht die Farbe aus. Den behalte ich auch. Glosse, oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Glosse behalten werde. Mach mich lässt grüßen hier. Okay, dann habe ich zweimal von Essence This Is Me Nude Lipstick und Shea Butter in der Farbe. No, das sind zwei verschiedene. It's Getting Misty und Be Ashy. Das sind wohl zwei verschiedene. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich grau auf den Lippen trage. Deswegen kommen beide weg. Oh, davon hätte ich noch einen. In der Farbe 02 The Ochre Rocker. Das ist ein Nude Lipstick. Und das andere war, glaube ich, was anderes. Warte mal. Ne, das waren auch Nude Lipsticks, genau. Der gehört auch noch mit dazu. Aber auch der wird weiter wandern, denn nee, Ocker. So ein Braun habe ich schon zuhauf in anderen. Ja, habe ich schon zuhauf. Der wird weiter wandern. Mensch, Claudia, trenn dich. Dann habe ich viermal von Catrice Pure Pigments Lip Lacquer vier verschiedene Farben. Und das hier ist bei dem hier ganz witzig, denn der scheint schon mal irgendwo im Verkauf gewesen zu sein. War 3,95 €, ist auf 2 Euro reduziert gewesen. Läuft. Okay, auf jeden Fall habe ich hier einmal die Farbe
040 My Pink is Poppin. 010 Salted Caramel. Dann die Farbe 050 It's Wine O'Clock. So ein Lila. 080 Lavender Pop. Lavender Pop will weiter wandern. It's Wine O'Clock wird auch weiter wandern. Der ist mir zu dunkel, glaube ich. Den hier habe ich, ich habe von Beer Bombshell oder so einen, der so ähnlich ist. Salted Caramel, ne? Der wird auch weiter wandern. Und Pink habe ich jetzt auch gerade schon auf den Lippen. Nein, ich will einen austesten. So, habe mich entschieden. My Pink is Poppin' wird aussortiert und, oder weiter wandern. Und Salted Caramel, nein. Guck, wie entschlossen ich bin, ne? Salted Caramel wird weiter wandern und It's Wine O'Clock wird getestet. So, so eine Farbe habe ich nämlich, glaube ich, echt noch nicht. Ich weiß nämlich nicht, also ich swatch den, upsala. Ich swatch den jetzt hier erstmal. Er scheint wirklich sehr, sehr dickflüssig zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie der antrocknet. Ich würde den ja eigentlich am liebsten mal auf den Lippen testen, ne? Ich guck mal, ob ich das jetzt eben schnell runterkriege und mach den drauf. Ja, also über die Farbe muss ich, glaube ich, echt nochmal nachdenken. Ich hatte mal so einen ähnlichen von NYX, den fand ich aber nicht so gut, weil der halt auch sehr, sehr klebrig war und sehr Fäden gezogen hat. Das macht der jetzt offensichtlich nicht. Nee. Der zieht keine Fäden, aber die Farbe ist natürlich heftig, ne? Das Rosane hier außen drum zu ist jetzt, weil ich den von eben nicht so ganz so gut abgekriegt habe. Aber die Farbe, darüber muss ich echt, da muss ich drüber nachdenken. Das ist schon sehr heftig. Wow. Dann habe ich hier zwei von den Catrice Matte Lovers drin. Den Matte Lover Lipstick in der Farbe Luca Loves Lavender 080. Den habe ich schon, das heißt, der wird weiter wandern. Und die Farbe 010 So Bordeaux wird jetzt erstmal getestet, geswatcht. Oh, der ist aber roter, als ich dachte. Ne, das ist dieser Swatch hier, der da, da, genau. Gefällt mir ehrlich gesagt besser, als ich jetzt eben dachte. Das heißt, der wird jetzt erstmal bleiben. Den muss ich halt erstmal testen und gucken, wie er so auf den Lippen ist. Ja, mal schauen. Von Manhattan ist ja auch noch einer mit drin und zwar All-in-One Matte Lipstick 007 My Tribe. Das ist dieser hier. Der riecht richtig gut. Richtig schön fruchtig. Werde ich erstmal behalten und mal testen. Aber der sieht gut aus. Ich habe gerade lila Lippen. Dann kann ich den auch mal testen. Mal gucken. So, auf den ersten Swatch kann er schon mal bleiben. Dann habe ich hier zwei von so Ultra-Glitzer-Viechern drin. Catrice Liquid Glitter Lips Limited Edition Glitterstorm Liquid Glitter Lips in der Farbe C04 Voltage. Und in der Farbe C01 Thunderbolt. Ja, das ist so ein dunkles Lila wie das, was ich auf den Lippen habe, was aber glitzert. Der wird weiter wandern. Bei dem hier, oh, den swatche ich jetzt erstmal, die C04 Voltage. Oh, der sieht auch ziemlich geil aus. Der sieht richtig schön aus. Den behalte ich. Der sieht ganz geil aus. Dann habe ich hier von Essence zweimal, aber zwei verschiedene Farben, Cuddy Cushion Gloss, Butter und Milky. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es wird weiter wandern, denn das hat auch so ein Puffelding oben dran. Das ist nicht meine Welt. Das ist irgendwie nicht meine Welt. Ne, wird weiter wandern. 4 Lip Liner habe ich hier drin von Catrice, die Long Lasting Lip Pencils. Das ist die Farbe 190, Your Fuchsia Starts Today. Den werde ich behalten. Die Farbe 140, Sweet Aubergine. Den werde ich auch behalten. Sweet Aubergine nochmal. Wird weiter wandern. 130 Prince Cherry. Den werde ich auch behalten. Und dann habe ich drei Stück und dann waren die Lippenprodukte dann auch schon durch. Von diesen Essence-Dingern, die aussehen wie Tampons irgendwie mit bunt. Ich weiß gar nicht, wie diese Reihe heißt. Color Up Shine On. Genau. Das sind, das ist einmal die Farbe 11 Creme Brûlée. Dann ein Lila, die Farbe 13, Steal the Snow. Nee, Steal the Show. Nee, nicht den Schnee stehlen. Genau, das wird auch weiter wandern, denn ich habe jetzt ja ein Lila, was ich, ne?
Das reicht mir an Lila echt. Und die Farbe 07 Crystal Polish. Ne, wisst ihr was? Die behalte ich alle drei. Irgendwie habe ich da gerade Bock drauf. Genau, ich kann ja mal den lilanen swatchen. Einfach nur mal, um zu gucken, wie die so sind. So, der hat hier oben so ein witziges, abgeknicktes Ding. Da, die Spitze. Und ist schwer zu swatchen. Ist eher so wie so ein Gloss, wenn ich... Ja, ist eher wie so ein Gloss. Den lässt sich halt schwer swatchen, weil diese Spitze halt so abgeknickt ist, ne? Ah, sehr glossiges Finish. Ja, das gucken wir uns einfach mal getragen an demnächst. Aber erst muss der hier länger draufbleiben, um zu gucken, ob ich ihn toll finde. So, ich sehe übrigens, dass dieser Glitzer-Dingenskirchen, der hier, sehr, sehr matt antrocknet, ne? Und so einen, der so, so matt antrocknet, habe ich schon. Das heißt, der wird dann doch weiter wandern. An wen auch immer der weiter wandern wird. Ich habe ihn geswatcht, aber nicht auf den Lippen. Ne? Jetzt kommen wir zum Gesicht. Zweimal von Catrice Make-up Transformer Drops. Das soll machen, dass das wasserfest wird. Werden beide weiter wandern. Dann von Catrice Handbag Approved. Den hatte ich auch schon mal. Den hatte ich auch schon mal aussortiert. Blur Stick in Hashtag Insta2Go. Der hat bei mir gemacht, dass es irgendwie alles gekrümelt hat. Das hat mit meiner Haut einfach nicht funktioniert. Das heißt, der wird auch weiter wandern. Dann von Catrice All Matte Anti-Shine Paper. Die werde ich behalten. Die sind, glaube ich, für die Arbeit gar nicht so verkehrt, wenn man dann einfach auf der Arbeit sitzt und scheint, dass man sich einfach ein Papier nehmen kann. Wollte ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie ausprobiert. Von Essence Into the Snow Glow Sugar Face Scrub wird weiter wandern. Leute, mein Gesicht hat damit geglitzert wie sonst was. Ich fand das Produkt nicht toll. Vielleicht möchte jemand mal aussehen wie ein Einhorn, ich nicht. Dann habe ich von Essence, übrigens hatte ich das aussortiert und irgendwer von meinen Freundinnen hat sich das genommen. Und ich habe vorher gesagt, dass du danach glitzerst wie sonst was. Mir hat nie jemand gesagt, wer es war und ob sie danach wirklich geglitzert hat. Egal. Von Essence Make-up Corrector Pen Oil Free. Da muss ich mal gucken, was das ist. Finde ich merkwürdig. Ölfreier Augen-Make-up-Korrekturstift mit 3 Ersatzspitzen. Ach, guck mal. Das ist, wenn du dir einen Eyeliner ziehst. Den werde ich behalten. Das ist ja super. Ich habe das so oft, dass ich Eyeliner ziehe und das ist auch. Oh. Dann kannst du das nämlich ansetzen und korrigieren. Oh ja, guck mal. Das ist so eine Spitze. Und dann kannst du das hier so, wenn ich hier einen Wing mitziehe und das nicht so ganz so präzise ist, dann kann ich da so. Ah, herrlich. Ja, Helfer. Die beiden werden weiter wandern. Das ist von Catrice Light Spectrum Strobing Brick. Zweimal. Ja, den hatte ich schon mal da. Genau, und der war mir nicht intensiv genug. Und deswegen werden beide weiter wandern. Von Catrice Gel Highlighter. Ich mag keine Gel Highlighter. Das ist die Farbe 1001 Flashlight. Oh, ich habe einiges an Glitter-Highlightern und Flüssig-Highlightern da. Und ich finde sie... sieht ganz nice aus und ist bestimmt auch total super und so. Aber ich will da jetzt auch nicht reinbatschen, weil das wird weiter wandern. Das werde ich nicht behalten. Aber es ist eigentlich, ne, genau wie der Catrice One Minute Face Perfector in so einer schönen Glasverpackung. Eigentlich total super, aber nie. Auch diese Foundation wird weiter wandern, denn die ist mir 100 Nuancen zu dunkel. Von Essence die Hashtag InstaPerfect Liquid Makeup Foundation Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage in der Farbe 70. Sweet Almond, genau. Also ich meine, ne, muss ich nichts zu sagen, könnte ich als Bronzer benutzen oder als Kontur. Ja, wird weiter wandern. Ich kenne auch irgendwie keinen, der so dunkel ist. Und dann habe ich noch ganze viermal, Leute. Ja. Glitter Peel-Off Mask von Essence Magic in Your Heart. Ja, eine werde ich behalten, 3 werden weiter wandern. Einmal pro Woche nach der Reinigung Maske in dünner Schicht gleichmäßig auftragen, Augen und Augenbrauen und Mundpartie aussparen, 10 bis 15 Minuten wirken lassen und mit der Maske um die Wette funkeln. Läuft. Trockene Maske von der Seite zur Mitte vorsichtig abziehen. Reste mit lauwarmem Wasser abwaschen. Okay, ja, eine Peel-Off-Maske läuft, ja, steht ja auch drauf. Und das ist dann halt so eine Tube. Ja, wird verwendet. Muss ich mal gucken, wie die so ist. Leute, das war's. Das waren jetzt bestimmt mehr als 100 Produkte, ne? Also, das hier sind die Produkte, die ich behalten werde.
Und deutlich mehr von den Produkten, die sich hier drin befinden, ne, sind quasi zum Weitergeben für Verlosungen, die ich hier so mache oder für Tauschpakete oder was auch immer, für Freunde, für Familie. Ich finde auf jeden Fall, dass sich das gelohnt hat. Ich habe dir auch am Anfang reingeschrieben, wie viel diese Box gekostet hat, die ich mir gekauft habe. In der Regel ist es so, dass du deutlich Plus machst, auch wenn du nicht alles an den Produkten oder von den Produkten so verwenden kannst. Deswegen. Aber ich bin sehr glücklich darüber und ich hätte das auch wahrscheinlich nicht im Laden gekauft. Aber es ist auf jeden Fall mal so eine kleine Inspiration, dass man so neue Dinge mal ausprobiert, weil du hast einfach diese Fülle an Sachen im Laden und du gehst dran vorbei. Und ja, so habe ich mir dann Sachen mitgenommen, die mir sonst wahrscheinlich durch die Lappen gegangen wären. Ja, bitte nicht verwirrt sein. Ich habe jetzt gerade den Lilanen kurz abgemacht und den drüber gemacht und irgendwie, bin gerade in Testen verfallen. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall kannst du in diesem Video diese, ich nenne sie mal Glitter-Flitter-Box nennen. Also, ne? Ich habe reingepackt ein Concealer, ein Eyeliner, eine leere My Must-Haves Palette und 8 von diesen My Must-Haves. Glitter in your face Maske, Glitter Lashes, das Pigment, was ich gerade auch auf meinen Augen drauf habe, den Spectra Light Nagellack, den Liquid Lipstick, dieses sehr glitzernde Sugar Face Scrub, Body Tattoos und diese Highlighter Palette von Catrice. Was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht alles in der Infobox, aber sei bitte so lieb und verwende den Hashtag Glitterflitter. Finde ich super witzig. Ja, ne? Mein Humor ist merkwürdig. Okay, ja, mir hat es Spaß gemacht, diese ganzen Sachen mir anzugucken und zu testen und zu schauen, was ich behalten möchte. Und ja, ich werde mir auch immer wieder diese Box bestellen, weil ich sie toll finde. Und ich finde, man macht da auch echt einen guten Deal, denn du hast 100 Teile. Im Prinzip würdest du, ja, keine Ahnung, pro Artikel im Laden mindestens 1-2 Euro bezahlen und das übersteigt den Wert ja wohl mal immens. Also nicht den Wert, sondern das, was ich dafür ausgegeben habe. So, das war's jetzt auch schon. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!